Hi, meine Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich habe meine Reise erfolgreich hinter mich gebracht. Das war alles ganz easy. Also ich habe mich da irgendwie ein bisschen umsonst verrückt gemacht und das ging alles ganz schnell und also ohne Komplikationen. Und von daher bin ich jetzt wieder im Lande, die auf ihre Readings warten. Ihr müsst euch wahrscheinlich um einen Tag gedulden. A, weil ja, ich ein bisschen müde war nach der Reise. Ich vertrag das mit dem Fliegen nicht mehr so gut. Und ich habe jetzt also einfach nur geschlafen. Und wir hatten gerade einen sehr heftigen Sturm. Also jetzt richtig, nur mein Dach ist kaputt und jetzt irgendwie Metallteile durch die Gegend geweht und so weiter. Das war, glaube ich, mit einer der heftigsten Stürme, die ich hier irgendwie mitbekommen habe. Wir haben gerade auch einen Stromausfall, deswegen habe ich mir gedacht, ich nutze jetzt einfach mal die Gunst der Stunde. Und deswegen müsst ihr ja euch leider gedulden, was jetzt die privaten Readings angeht, aber ich fange an, sobald Strom da ist und ich auf die Daten einfach zugreifen kann. Ich wollte was sagen zum Thema Spenden bzw. Kanalmitgliedschaften, Werbung etc. Also ich baue in meine Readings, wenn die länger sind, immer einen Werbeblock ein. Das hat jetzt nichts damit zu tun, möchte, sondern einfach, weil das Geld aus den Einnahmen immer in Spendenaktionen fließen. Ich bin beziehungsweise habe damals, als ich nach Thailand gegangen bin, damit angefangen. Wir haben also da relativ erfolgreich einen Englischkurs aufgebaut für Thais und eine Frau aus Korea war dabei und Leute aus Myanmar, die es nicht ganz so gut haben und ja, damit die sich einfach besser verständigen können, gerade was jetzt touristische Gebiete angeht. In Brasilien gab es eine Lady, die Zauberhände hat und die hat mir so toll den Kopf gekrault, dass ich ja gedacht habe, dass es sich wahrscheinlich für sie lohnt, sorry, einen Massagekurs zu machen. Das war dann auch sehr erfolgreich und wir hatten einen in Mexiko, einen jungen Mann, der Covid hatte. Der ist irgendwie aus dem Hostel rausgeflogen, weil er sich da nicht an die Regeln gehalten hat und wusste dann nicht wohin. Da haben wir auch gespendet und jetzt hier in Medellin, die letzte Spende ging an ein paar Jungs, die einen Foodtruck, beziehungsweise es ist eher so ein Foodstand, aufbauen oder aufgebaut haben mit Cocktails und mit Essen. Und das ist also auch gut angelaufen. Danke nochmal an dieser Stelle. Und jetzt kommt die nächste Herzensgeschichte von einem kleinen Jungen. Ja, der ist 10 Monate alt, der heißt Daniel, ist in Venezuela. Die Lage in Venezuela ist, also ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, was da abgeht. Also ich weiß nicht, ob die einen oder anderen irgendwie Informationen haben. Es geht sehr wenig raus aus dem Land, also gerade was jetzt irgendwie Nachrichten etc. angeht. Wir haben jetzt hier in Kolumbien sehr viele Flüchtlinge. Es sind also über 10 Millionen Leute, die aus Venezuela geflüchtet sind, weil man da einfach kein Geld verdient. Ich glaube, die haben 10 Euro im Monat, also Monatsgehalt sind 10 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie die Leute da überleben und ich habe also volles Verständnis dafür, dass da jetzt viele flüchten. Die politische Lage ist nicht so schön und es gibt halt viel Gewalt und viel Kriminalität, weil die Leute auch von irgendwas leben müssen. Und ja, das betrifft halt auch Kinder. Viele Kinder sind unterernährt und also eine Unterernährung ist jetzt nicht nur, dass körperliche Funktionen in irgendeiner Form beeinträchtigt sind, sondern die kommen auch geistig nicht mit. Und jetzt habe ich die Geschichte von ja, einem kleinen Jungen von einem meiner Freunde, das ist der Neffe und ich habe Bilder gesehen, also der ist total süß, aber man sieht eben auch, dass der unterernährt ist, weil so eine Dose Kindermilch, die man überall irgendwie für ein paar Euro kaufen kann, das kostet da 50 Euro und ja, die Eltern können sich halt, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wovon diese Leute leben. Das hat mich total mitgenommen und ich habe jetzt da schon was gespendet und man kann also mit Pakete schicken. Das geht, aber das ist auch sehr teuer. Also das muss dann in der Relation gesehen werden. Wenn man irgendwie 10 Kilo Lebensmittel oder Kleidung schicken möchte, dann ist man mal eben für die Versandkosten 300 Euro los. Also zumindest hier aus Kolumbien. Ich weiß nicht, wie das aus anderen Ländern ist. Und ja, ich würde gerne aufrufen zur Spende für den kleinen Daniel, dass der irgendwie versorgt wird mit dieser Kindermilch und den richtigen Vitaminen und dass der vielleicht irgendwie eine Chance hat, wenigstens einigermaßen groß zu werden, ohne irgendwelche großartigen Schäden davon zu tragen.
Das ist leider das Los von ganz, ganz vielen Kindern, die dann praktisch, wenn die überhaupt Glück haben, eine Mahlzeit am Tag bekommen. Das ist also jetzt nicht nur in Afrika so, sondern eben auch in Venezuela gerade der Fall. Wie gesagt, man bekommt wenig mit aus den Nachrichten, weil Venezuela praktisch keine Journalisten ins Land lässt und auch also total anti-Amerika ist etc. Wer sich da ein bisschen mehr, also tiefer mit auseinandersetzen möchte, findet natürlich auch irgendwie ne, Beiträge oder YouTube-Videos oder was auch immer. Aber man kommt halt, wie gesagt, eigentlich nur über die Geschichten von den Leuten, die geflüchtet sind oder irgendwie Bekannte und Verwandte dort haben, an das, was wirklich passiert. Und ja, ihr könnt gerne unten die PayPal-Funktion nutzen. Also ne, jeder Euro hilft tatsächlich. Und ich habe auch eine neue Funktion hier auf dem Kanal. Das ist der Thank You-Button, heißt der, glaube ich. Also ihr seht unter dem Video so ein kleines Herzchen und da Thank You. Und da könnt ihr also auch, wenn ihr euch jetzt nicht irgendwie ne, Umstände machen wollt und über PayPal spenden möchtet, auch ne, etwas hinschicken. Zudem geht von meinen Kanalmitgliedschaften und auch von der Werbung, die hier einfließt, wie gesagt, eine Spende raus. Beziehungsweise also ich nehme den gesamten Betrag und werde das dann, wie gesagt, rüberschicken. Wir werden vielleicht hier in Kolumbien ein kleines Paket zusammenschnüren, irgendwie mit Kinderschuhen und was man so braucht. Teddybär und ein bisschen Spielzeug für so einen kleinen Jungen, der freut sich da bestimmt drüber, weil das natürlich auch sehr rar ist oder so teuer, dass man sich das nicht leisten kann. Das ist das Ding und wie gesagt, ich wäre sehr dankbar, wenn die einen oder anderen ein großes Herz haben und wir dem kleinen Jungen ein bisschen helfen können, weil gerade mit 10 Monaten brauchen Kinder ganz viel an Nährstoffen, Spurenelementen, Vitaminen etc. Und ja, vielleicht können wir der kleinen Seele ein bisschen weiter auf den Weg helfen. Weil ich denke, dass es uns sehr gut geht. Und ich weiß, dass, ne, wenn man gerne mal irgendwie auf einem hohen Niveau meckert, aber wir können echt froh sein, wenn wir ein Dach über dem Kopf haben und immer was zu essen haben und fließendes Wasser und Strom mit allem, was dazu gehört. Und das gibt es in vielen Teilen dieser Welt nicht. Und ja, wie gesagt, falls euch das irgendwie ruft und in euch schwingt, dann wäre ich sehr dankbar dafür. Deklariert das bitte auch als Spende. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, damit das irgendwie mit dem Finanzamt nachher kein Beef gibt. Und ich das, wie gesagt, dann ne, so laufen lassen kann, dass das eben, wie gesagt, unter Spenden dann auch an die richtige Adresse geht. Wer möchte, der kann mir auch schreiben, eine E-Mail schreiben. Ich kann da auch gerne irgendwie ein Bild zukommen lassen von Daniel. Verzeiht mir, wenn ich das jetzt nicht irgendwie öffentlich mache, so auf Facebook und Instagram und so weiter. Ich bin da ein bisschen, ich mag halt diese Vorführeffekte nicht, wo man irgendwie, oh ja, schaut mal, wie gut, no, wie gut man ist und so weiter. Das ist immer irgendwie so ein bisschen mit Ego behaftet und ich denke, in so einem Fall muss man jetzt nicht irgendwie ja, so einen kleinen Jungen, der unterernährt ist, irgendwie vorführen. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Aber für die, die ein bisschen tiefer in die Geschichte eintauchen wollen, kann ich natürlich Infos zuschicken und auch ein Bild zuschicken. Das würde ich aber dann, wie gesagt, privat über E-Mail anbieten, falls euch das rufen sollte, okay? Ja, meine Lieben, wir gucken jetzt mal so ein bisschen in die Karten rein und schauen mal, was hoch. Da fliegt mir aber jetzt schon einiges entgegen. schauen mal, was jetzt hier gesagt werden möchte. Okay, also wir haben Wand-Energie, Eight of Wands, wir haben Ten of Wands und wir haben The Page of Wands, also sehr viel Feuerenergie. Feuer ist in Verbindung mit Leidenschaft. Mit Instinkten, mit Trieben kann das also auch gut gesetzt werden. Wir haben einmal die Bewegung, ja, eine Bewegung reinkommen. Schaut mal, die Sonne geht da hinten auf und irgendwie hin. Also sieht das so aus, als ob die Divine Masculine hier mit wehenden Haaren unterwegs ist, um irgendetwas zu erledigen. Ja, das kann sein, dass man sich auf die Divine Feminine zubewegt. Das kann aber auch sein, dass man gerade wegrennt. Also das könnte, ne, das ist durchaus also auch jetzt nicht irgendwie etwas, was total ungewöhnlich ist. Und ja, wir schauen uns jetzt mal die weiteren Karten an. Dazu. Ja, wie gesagt, hier ist eine Bewegung drin. Huch! So, sorry. Ja, viel Bewegung jetzt gerade. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht erschreckt. Wir haben die Karte von den Ten of Wands, ja, die 10 der Stäbe. Das ist nicht unbedingt die schönste Energie. Ja, guck mal, das ist, ne, Schnee, es ist eiskalt, hier brennt so ein ganz kleines Lagerfeuer. Und eigentlich sollte man diese Situation von den 10 der Stäben
ja, wo man nicht weiterkommt und wo man also einen schweren Weg irgendwie auf sich geladen hat, eine ganz schwere Bürde auf sich geladen hat. Eigentlich sollte man diese Stäbe nehmen und die ins Feuer reinschmeißen. Das könnte also gut möglich sein, dass Divine Masculine ne, oder vielleicht auch Divine Feminine jetzt gerade auf dem Weg ist, etwas hinter sich zu lassen, eine schwere Zeit hinter sich zu lassen, damit eine Bürde abzulegen. Ja, die man vielleicht auch eine ganze Zeit lang mit sich rumgeschleppt hat. Das kann in jedem Fall ne, auch was anderes sein. Wir haben The Page of Wands, ja, das ist das Umgehen mit der Feuerenergie oder das Lernen, wie man mit dem Feuer umgeht. Ja, schaut euch mal, ne, die haben ja so einen kleinen Magier stehen, der praktisch ne, bei Flammen, zwei Flammen übrigens, versucht zu handeln. Das muss jetzt nicht immer unbedingt sein, dass man sich nicht verbrennt. Das kann also durchaus sein, dass man hier irgendwie mal lodernd in Flammen und so weiter steht. Aber ja, also vielleicht geht es hier auch so ein bisschen um das Ausgleichen, aber auch um das Lernen. Wahrscheinlich auch um das Lernen, wie man mit Bürden umgeht. Ja? Anstatt, ne, wie gesagt, das jetzt irgendwie ewig mit sich rumzuschleppen und irgendwie durch den Schnee zu kriechen und vielleicht bitterlich zu erfrieren, einfach mal ein Feuer draus zu machen. Man kann sich das nämlich entweder total schwer machen, man kann es sich aber auch einfach machen, ja, wenn man, wie gesagt, also tiefer in dieses Studium eintaucht und einfach sieht, ja, wie man in verschiedenen Fällen einfach mit Stäben umgehen kann, okay? So, wir gucken jetzt mal ein bisschen weiter. Ah, nee, wartet mal, wir nehmen ein anderes Deck. Wir nehmen das hier. Das hat gerade gerufen. Job. Ja, das könnte natürlich sein, dass die ein oder andere eine Arbeitsstelle haben oder irgendetwas haben, was schwer gewesen ist, wo man eine Bürde trägt, wo man vielleicht auch gar nicht mehr irgendwie drin sein möchte. Das kommt manchmal vor. Also ich kenne das auch aus meinem Leben von früher, dass ich teilweise Jobs hatte, wo ich mir nur die mit in den Augen gerollt habe und eigentlich froh war, als ich das Ganze hingeschmissen habe, ohne zu wissen, was morgen kommt. Also ich will jetzt da keinen irgendwie zu aufrufen. Jeder Mensch ist auch anders, was das angeht. Aber ihr sollt lieben, was ihr tut und tun, was ihr liebt. Das ist, mag eine Aufforderung sein für die einen oder für die anderen, sich, wie gesagt, hier aus einer schwierigen Situation zu befreien, mal so ein bisschen in die Zauberkraft reinzugehen, ja, etwas zu manifestieren, wo man eben auch Leidenschaft hat, ja. Also Leidenschaft hat auch mit Liebe zu tun. Ja, und man kann eben auch seinen Job lieben oder auch hassen. Das geht natürlich auch. Aber hier geht es darum, dass hier eine Aufforderung da ist, in die Bewegung reinzukommen. Das kann jetzt, wie gesagt, sein, dass Divine Masculine in die Bewegung reinkommt, entweder in Bezug auf den Job, ja, oder Divine Feminine auch in die Bewegung reinkommen soll. Hier das als Aufforderung zu sehen, in diese Energien rein. Ist nicht manchmal auch mit Seelenpartnerschaften verbunden. Ja, dass man authentisch in das reinkommen soll, was man liebt. Und damit auch noch Geld zu verdienen. Also besser kann es nicht sein. Das ist nämlich auf jeden Fall eine Grundlage für Erfolg. Ja, wenn man liebt, was man tut. Und das eben auch mit Passion. Wir haben die Karte Guides. Also der Führer, die Führerin, das können Geistführer sein, verschiedene Spirits, die kommen, Engelwesen, die auftauchen, das können aber auch Menschen sein, ja, die als Führer auftauchen, ja, wo man auf einmal irgendwie sagt, so wow, ne, hier gibt es etwas, wo sehr viel Inspiration ist. Und hier wird gesagt, follow the footprints of greatness, also folgt den Fußspuren, ja, greatness ist Größe. Also wir haben hier irgendwie, das sieht aus wie ein Divine Masculine, hier wie so ein Divine Feminine, Engelwesen, was hier, wie gesagt, in die richtigen Fußstapfen hineintritt. Und wie gesagt, Entschuldigung, vielleicht ist das jetzt echt Zeit für die einen oder für die anderen, eine Entscheidung zu treffen. Ja, eine Entscheidung zu treffen, sich in die richtige Richtung zu bewegen. Also ihr werdet wissen, was damit gemeint ist. Das kann natürlich jetzt immer auch, natürlich auch auf die Liebe bezogen sein. Manchmal ist es aber, wie gesagt, wichtig, im Außen auch die ein oder anderen Dinge einzurichten. Was interessant ist, wir haben Surrender to Non-Action. Ja, also jetzt ist noch nicht die Zeit, also jetzt ist noch nicht die Zeit. Bleib ruhig
Und ihr sollt bitte nicht irgendwie also nicht überreagieren. Hier geht es darum zu atmen, sich zu fokussieren, sich auf sich selber auch zu fokussieren und vor allen Dingen auch auf die eigene Kraft und dann vielleicht auch andere zu einem kommen zu lassen. Also manchmal ist es so, dass wenn wir etwas total wollen, ja, dass wir das dann nicht loslassen können und dass das Ganze dann irgendwie nach hinten ausschlägt, dass man anfängt zu stolpern, ins Fettnäpfchen reintritt und vielleicht die ein oder anderen Türen auch gar nicht irgendwie für einen gemacht sind. Hier ist es so, bereitet euch darauf vor, ja, wenn die ein oder anderen sagen, boah, möchte jetzt unbedingt irgendwie eine Veränderung haben, etwas verändern, etwas neu ja, eine Bürde ablegen vor allen Dingen auch. Denn es ist vielleicht ganz gut, mal die Augen und die Öhrchen offen zu halten, ja, aber nicht, wie gesagt, mit so einer brutalen Energie vorzugehen, sondern eben auch abzuwarten, weil oft ist es so, dass Spirit einem Dinge serviert und wir kriegen das dann gar nicht mit, weil wir also so darauf bedacht sind, dass das jetzt unbedingt sofort passieren muss. Manchmal ist es einfach ein paar Tage später, eine Woche später, 2 Wochen später, einen Monat später, wie auch immer. Also meistens arbeitet Spirit ziemlich schnell. Aber wir neigen eben auch dazu, Dinge zu übersehen, wenn wir zu sehr festhalten. Das ist das Ding. Deswegen wird uns hier geraten, ein- und auszuatmen und neue Dinge nochmal vom inneren Bild her zu betrachten. Und vielleicht auch nicht jeder, also die erste Gelegenheit zu nehmen. Reaching your destination. Also man kommt an. Ja, und la lasst euer Licht bitte ganz hell, hell scheinen. Ich mag diese Karte unheimlich gerne. Ich finde diese Darstellung sehr schön, weil man ist auf dem Weg. Ja, man weiß nicht genau, ob das Märchenschloss da hinten tatsächlich existiert oder nicht. Immer mit so ein paar Seifenblasen, ein bisschen, ne, das ist also verträumt in irgendeiner Form. Aber ihr könnt das erreichen. Reaching your destination. Ja, vielleicht sind ein paar Schritte auf dem Weg noch erforderlich. Ja, vielleicht muss man noch ein bisschen wandern. Vielleicht gibt es noch das ein oder andere, was man ausjustieren soll, bis man tatsächlich dann an dem Punkt angekommen ist, wo man eigentlich auch tatsächlich hin sollte. Ja, gerade wenn das jetzt in Bezug auf Liebe ist, manchmal müssen wir Zwischenschritte unternehmen, damit die Energien stimmen. Ja, damit man einfach vielleicht auch neue Türen öffnet, neue Erfahrungen sammeln kann und damit man sich energetisch verändern kann. Ja, und das geht am besten, wenn man, wie gesagt, neue Dinge, sich für Neues öffnet und die Bürde ablegt. Ja. Ihr könnt natürlich auch die Bürde im Ritual verbrennen, okay? So, wir haben einmal Natural Evolution. Geht bitte mit dem Flow mit, ja, und versucht den Plus nicht anzuschieben und lasst die Situation, wie sie ist, ob das jetzt mit Liebe zu tun hat, mit einem neuen Job zu tun hat oder einfach mit einer Veränderung zu tun hat, lasst es sich natürlich entfalten. Ja, das ist besser als, wie gesagt, mit ganz viel Druck da dran zu gehen und ne, das ist keine schöne Energie. Also das merkt ihr wahrscheinlich selber, wenn man irgendwie total angespannt ist und so, dann gehen die Dinge einfach voll schief. Ja, dann stolpert man aus dem Bett raus und haut sich die Zehen kaputt und dann fällt die Kaffeetasse. Also so fängt der Morgen dann schon an und das ist dann eigentlich also, ne, so eine Energie, wo man wirklich einfach sich hinsetzen soll und mal wirklich durchatmen soll. Ja, und sich zentrieren muss und wieder so ein bisschen runterbringt, ne, damit die Dinge dann auch funktionieren. Und ihr werdet das auch wissen, wenn ihr gut drauf seid, dann flippt alles, dann läuft alles. Ja, und das ist das, was Spirit euch sagen möchte. Wir haben, ja, also auch in Bezug auf Beziehungen ist das genau dasselbe. Also wer da angespannt sitzt, der wird höchstwahrscheinlich ins Fettnäpfchen fallen oder ins Fettnäpfchen treten. Und hier geht es einfach darum, in eine natürliche Evolution hineinzugehen. Ja, und wie gesagt, vielleicht auch mal eine Bürde loszulassen. Ihr werdet angeleitet. Follow the path of ascension towards a great love. Also ihr sollt dem Pfad des Aufstiegs folgen, damit große Liebe kommen kann. Und dazu sind manchmal, wie gesagt, Zwischenschritte notwendig. Ja, wer leidet und in einer leidvollen Situation unterwegs ist, der wird jetzt gerade dazu aufgefordert, etwas in die Veränderung, reinzubringen. Das ist auch ein Teil der Evolution, auch ein Teil des Aufstiegs.
Ja, also es gibt Menschen, die arbeiten 20 Jahre in der Firma, sind total unglücklich, aber aus Verpflichtung ist man da und weil man ja irgendwie einen sicheren Job nicht aufgeben möchte und so weiter. Aber ne, manchmal weiß man gar nicht, was in der nächsten Ecke wartet, ja, oder hinter der nächsten Tür wartet. Das kann wundervoll sein. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber ne, manchmal ist es gut, ein Risiko einzugehen. Wir haben Signs and Clues. The universe is talking to you. Das Universum spricht zu euch. Jetzt mal ganz, ganz, ne, also nicht, also beziehungsweise abgesehen von Seelenpartnerschaften. Das Universum spricht auch zu ganz vielen Leuten, die nicht in einer Seelenpartnerschaft unterwegs sind, ja, und die Zahlen sehen, die, weiß ich nicht, die Zeitung aufschlagen und auf einmal kommt da praktisch einem der Artikel entgegengesprungen. Man weiß nicht genau, ob man das irgendwie angreifen soll oder nicht, aber man soll es tun. Ja, das Universum, das leitet euch gerade an. Also wer nach Antworten sucht, ja, lasst euch bitte von Synchronizitäten leiten und eben auch von diesen Guides, die da sind. Also wir haben jetzt, ne, einmal haben wir hier das Wort Guides mit drin, nee, es ist aber auch nicht weiter schlimm. Wir hätten hier Guide. Es können auch Träume sein, ja, oder einfach so ein heftiger, plötzlicher Impuls, vielleicht mal irgendwie einen anderen Weg zu gehen, ja, ob das jetzt zur Arbeit ist, ob das zum Supermarkt ist, etc. Sich da mal drauf einzulassen, mal zu sehen, was man auf dem Weg alles so findet. Also wir haben einmal die Karte Wishbone. Affirmationen. Also Affirmationen. Manchmal ist man so ein bisschen skeptisch, ja, ob das jetzt tatsächlich funktioniert oder nicht, ob man sich da irgendwie was einredet oder nicht, aber es funktioniert. Also es gibt einen Film, der heißt The Secret, den werden ganz viele von euch kennen. Den findet ihr auch auf YouTube. Manchmal ist er da, manchmal nicht. Das hat wahrscheinlich irgendwie was mit den, wie heißt es denn, Rechten und so weiter zu tun. Aber schaut mal nach The Secret. Also ich habe das Buch irgendwie vor 20 Jahren gelesen. Ich fand es schrecklich, ich fand es grauenhaft. Das war irgendwie eine Gehirnwäsche. Aber der Film war ganz in Ordnung. Also den kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Okay. Ah, da wird auch viel mit Affirmationen gearbeitet und wie man sich irgendwie die Dinge herbeiwünscht und ja, wie man praktisch sich selber umprogrammiert. Ja, und Wishbone, das ist ein Hühnerknochen, der wird auseinandergebrochen und wer praktisch den längeren Teil hat, der hat Glück. Schaut mal, hier sind auch so kleine Herzchen mit drin. Ja, wie gesagt, das könnte sein, dass das jetzt tatsächlich, ne, dass einem das Universum manchmal auch so ungemütlich macht, bis man sich bewegt, bis man in die richtige Richtung läuft. Ich kann euch kurz berichten, als ich nach Kolumbien kam, war ich in San Andrés oder auf San Andrés, das ist eine kleine Karibikinsel, das war sehr charmant und aber irgendwie ging da gar nichts für mich. Also das war weder nach vorne noch nach hinten, da war alles blockiert. Ich habe keine neue Bleibe gefunden nach einem Monat. Das mit dem Geld ziehen im Automaten, das war jedes Mal eine Katastrophe, weil entweder, also da gab es halt nur einen Automaten für die ganzen Touristen, die da waren. Und entweder war der leer oder irgendwie hat meine Nummer nicht funktioniert. Also so ganz blöd alles. Und als ich mich dann entschieden habe, nach Medellin zu gehen, also seitdem läuft alles irgendwie wie Butter. Ich kann mich also nicht beschweren, aber das war, weil das Universum, die haben mir das da ungemütlich gemacht, weil ich woanders hin sollte. Also ich habe geschimpft, ne? Also richtig geschimpft, aber das war gut letzten Endes, ja. Und Nerd Spirit hat viel Humor. Wir haben die Karte Tarot mit Guidance. Also für die einen oder anderen kommt tatsächlich mal ein Reading in Frage. Oder selber einfach mal mit Tarotkarten zu arbeiten. Also sich ein Tarot anzuschaffen oder Orakelkarten anzuschaffen, vielleicht auch beides. Gibt viele, die ein Talent haben, was das Ganze angeht. Wie gesagt, sich mal einen Reader rauszusuchen, der einem so ein bisschen Advice geben kann, ne, in welche Richtung man sich bewegen soll. Dazu ist das Tarot da. Und hier kann man, wie gesagt, ne, für die nächste Zeit die richtigen Entscheidungen auch mit Unterstützung des Tarots treffen. Sorry fürs Räuspern. Ich habe heute wieder irgendwie nicht nur einen Frosch, sondern einen ganzen Froschteich im Hals. Interessant. Also wir haben einmal die Karte Heim.
Ja, deine häusliche Situation verbessert sich zum Guten. Sei es durch einen Umzug oder durch die Veränderung der Bewohner. Ja, also hier fließt eigentlich immer ganz viel bei dieser Karte. Das kann tatsächlich sein, dass die einen oder anderen umziehen sollen. Er hat, wie gesagt, Veränderung. Hier geht es um eine Veränderung. Ja. Das kann natürlich auch sein, dass jetzt gerade Job und irgendwie ein neues Zuhause auf einen zukommt. Aber das ist auch immer ganz toll, wenn man so einen kompletten Neuanfang startet. Also ich weiß, wovon ich rede. Das bringt immer ganz viele neue Energien. Und ja, man kommt halt irgendwie so aus dem alten Trott so ein bisschen raus. Das kann natürlich sein, dass die einen oder anderen Zuwachs bekommen. Ob das jetzt ein Kind ist oder ob das jetzt ein neuer Partner ist. Ja, ob es vielleicht der Seelenpartner ist, der praktisch dann durch die Veränderung ne, an Land gezogen wird. Hier geht es aber auch um Tiere, um Haustiere. Ja, also das könnte gut sein, dass ne, für die einen oder anderen sollen sich ein paar Fischis anschaffen, weil die ne, die Wohnung in den Flow reinbringen und was weiß ich, oder Vögel, ein Hund, eine Katze, whatever, vielleicht auch mehrere, das könnte natürlich auch gut sein und eine ganze Horde von Tieren. Ja, das, wie gesagt, ist in jedem Fall etwas anderes, aber hier geht es eben darum, dass eine positive Veränderung kommt. Und wer sagt, nee, ich mag eigentlich gar nicht umziehen, da kann es also auch gut sein, dass ihr einfach mal umstellen sollt. Ja, vielleicht renovieren oder, weiß ich nicht, ein paar neue Möbelstücke kaufen, das Bett mal umstellen und mal schauen. Das kann also auch ganz viel bewirken, alleine schon, wenn man nicht umziehen möchte oder kann. Wir haben Ixchel, Medizinfrau. Also euch wird gesagt, dass ihr ja ein Kanal für göttliche Heilenergien seid. Kann eine Aufforderung sein, gerade wenn wir das jetzt in Bezug auf den Job sehen, dass die einen oder anderen in die Selbstständigkeit gehen sollen. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie alles aufgeben soll und ne, ins kalte Wasser springen. Das kann man natürlich machen. Das finde ich auch immer sehr mutig, wenn jemand das tut. Und ne, dann hat man auch gar keine andere Wahl mehr, als sich wirklich hinzusetzen und das irgendwie zu machen. Man kann Dinge nebenbei aufbauen und erstmal gucken, irgendwie, ob es das Richtige für einen ist. Dann ne, eine Ausbildung zur Heilerin, zum Heiler. Vielleicht auch mal zum Heiler zu gehen und dort ne, so eine energetische. Ja, so einen energetischen Eingriff, wie auch immer man das nennen mag, mal vornimmt und mal guckt, wie sich das dann verändert, wenn man gerade eben, wie gesagt, auch Bürden loslassen möchte. Also hier ist auf jeden Fall etwas, was im schamanischen Bereich gut für die einen oder für die anderen ist. Und wir haben eine positive Veränderung. Ja, also ich meine, es gibt ganz viele verschiedene Karten, die dann irgendwie zum Schluss auch sagen, mach das bloß nicht, ne? Denk nicht, denk noch nicht mal darüber nach. Hier wird aber gesagt, dass es positive Veränderungen gibt. Ja, wenn man sich dem Wandel hingibt und wisst ihr Leute, nichts ist beständig im Leben. Alles verändert sich ständig. Ja? Also das ist, ne? Man redet sich immer nur ein. Man hätte Sicherheit und so weiter. Also ich habe Stories von Leuten gehört, die irgendwie super lange und ganz treu in einem Unternehmen gearbeitet haben und dann kommt irgendwie jemand und macht es ein bisschen besser und dann ist man raus. Und auf eine ganz undankbare Art und Weise. Also sowas kann passieren und das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was außergewöhnlich ist, sondern öfters mal passiert. Und ja, was hat man dann? Ja, also jahrelang da gesessen und irgendwie man ist treu gewesen etc. und ist seinen eigenen Träumen nicht gefolgt. Das kann es auch nicht sein. Ja, also ich meine, das dient natürlich auch immer wieder dem Awakening. Nichts passiert umsonst. Aber das ist dann auch ein Push in die richtige Richtung, wo man eigentlich ne, die Gelegenheit beim Schopfe greifen sollte, um das zu tun, was einen glücklich macht und was einen wirklich mit Liebe erfüllt. Ja, und nochmal, das ist die beste Voraussetzung, um wirklich erfolgreich zu werden. Die Dinge mit Liebe zu tun, authentisch zu sein dabei. Also ich hoffe, ihr konntet was mit dem Reading anfangen. Das war jetzt heute nicht irgendwie so mega auf Love getrimmt. Ein bisschen war dabei. Aber ich glaube, solche Botschaften sind zwischendurch auch immer ganz wichtig, ne, weil wir jetzt nicht nur irgendwie Twins sind, Seelenpartner sind, sondern natürlich auch noch ne, Wesen dazu, die irgendwo noch einen eigenständigen Film haben. Und ja, ich hoffe, ihr konntet was mit den Botschaften anfangen. Ja, wie gesagt, vergesst den Thank You-Button, Thank Me-Button. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das ist neu. Nicht, wenn ihr spenden möchtet. Ihr könnt mich, wie gesagt, auch gerne anschreiben oder ne, meine PayPal-Adresse nutzen. Gebt bitte, wie gesagt, Spende an, dass eben, wie gesagt, dann auch ne, korrekt ankommt. Und ich wäre euch sehr dankbar dafür, wenn wir, wie gesagt, dem kleinen Jungen ein bisschen helfen können. Und ich sende euch mucho, mucho amor aus Kolumbien und bis ganz bald. Bye bye.